fysiologisch oder wir sagen Anti-Lorettering. Und wenn ich jetzt hier nochmal einstelle, ich suche jetzt nochmal Gelenkspalt 5 Vers 1. Dann legst du ihn zurück auf den Rücken. Einatmen, ausatmen, in Extension. Oder machst du ihn nicht? Bei ihm, als wir. Ist das Gefühl sehr hart oder war auf einer Seite sehr hart und oder schmerzhaft? Oder es sieht mir oder sie gibt vielleicht noch einen Punkt durch den Schmerz, auf den wir im Verlauf der Rippe. Lasse ich erstmal die Finger weg, weil ich immer wieder vielleicht aus der Slump-Position heraus vorgehandeln, atroligamentär releasen, vielleicht die Tenderpoints wegschießen und dann eben einstellen. Vorsichtig natürlich die Dura mittel und Schere noch nicht zu runterdrücken, sondern wirklich langsam. Wenn es unilateral ist, asymmetrische Läsion, können wir sie asymmetrisch behandeln. Bei symmetrischer Läsion dementsprechend natürlich symmetrisch. Reflexion in der Ziel. Oh no, contract. Release. Contract. Release. Contract, release. Das Ganze wieder drei, viermal hintereinander wiederholen und dann erneut testen, wo es besser ist.